herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geile Teile. Geile Teile Must Have. Das ist jetzt der zweite Teil. Und das Teil, was wir euch heute vorstellen, das haben wir auch noch nicht so lange. Aber als wir das dann entdeckt hatten, war uns das so wichtig, dass wir uns das extra aus Deutschland haben kommen lassen und die ganzen Porto-Kosten dann auch in Kauf genommen haben. Also, ich zeige euch gerade mal was. Und zwar, wir sind ja in Portugal. Und von den Teilen hier, von diesen 5 Liter, 6 Liter Flaschen, haben wir haben das mal ausgerechnet, im vergangenen halben Jahr so ungefähr 150 Stück haben wir verbraucht. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Umweltsauerei, ne? Genau, und wir haben das Wasser gekauft, nicht weil die hier in Portugal kein Trinkwasser auf den Campingplätzen oder so haben. Komm mal, sondern Schatz, ein bisschen näher an mich ran. Also die haben hier schon überall Trinkwasser in Portugal, auch auf den Campingplätzen, aber es schmeckt einfach nicht. Es ist sehr, sehr stark gechlort und dann schmeckt kein Tee und kein Kaffee mehr und auch das Wasser einfach so schmeckt nicht. Und deswegen haben wir uns halt diese 5 oder 6 Liter Kanister Wasser geholt, mit denen wir dann auch gekocht haben. Und dann musste mein lieber Thomas, war dann Wassersklave und ist dann immer gefahren und hat wieder Wasser geholt, bis wir dann dieses neue Teil entdeckt haben. Das erleichtert natürlich die Arbeit für den Thomas sehr, sehr, sehr. Das hast du schön gesagt mit dem Wassersklaven. Da fällt mir aber gerade mal ein, so was so Arbeitsteilung angeht. Du kommst immer ganz gut bei weg. Ne? Du darfst immer alles draußen in der frischen Luft machen und ich innen drin. Oh, nee. Also da würde ich es ja jetzt mal auf so ein Battle ankommen lassen, dass jeder erzählt, was er so macht und tut. Und ich glaube nicht, dass ich da doch schlechter abschneide. Oder lassen wir lass das mit sein. Dem Battle mal lieber. Ne? Lassen wir es einbauen, nicht mehr was machen. Aber wir haben schon die klassische Aufgabenteilung, Frau drin, Mann draußen. Aber ab und zu darf dann Mann auch mal spülen. Hat jetzt mit dem, was man macht, jetzt kommen wir wieder ins Labern. Dann kommen wieder die Kommentare, der Kiff labert zu viel und also nee, Mist. Wir labern jetzt nicht mehr, wir erzählen jetzt endlich mal, was es für ein geiles Teil ist. Du hast schließlich die Spannung aufgebaut und ich wollte noch was erzählen. Spannender, weil, also 150 Teile, hier stehen ja überall solche Container rum. Da haben wir im Laufe des halben Jahres schon einen Plastikcontainer voll gemacht, weil die ja auch voluminös sind. Und ich bin mir noch nicht mal so sicher, weil du gesagt hast, hier gibt es überall Trinkwasser auf den Campingplätzen, ob man das wirklich trinken sollte, bin ich mir nicht sicher. Also wenn es kein Trinkwasser ist, dann ist das gekennzeichnet. Ja, okay, na also gut. So habe ich das bis jetzt. Aber du hast recht, das hat hier also auf dem Platz war braune Brühe und nach Chlor gestunken. So, und dann habe ich im Internet, hat der Thomas, oh Wunder, das hier entdeckt. Ja. Das ist ein Alp. Das drehst du es mal um, dass man auch von vorne das Logo Firma sieht. Ja, wahrscheinlich gibt es den auch von anderen Firmen, aber das hat mich hier wirklich überzeugt, dieses Teil. Das wird auch in Behindertenwerkstätten zusammengeschraubt, ist eine deutsche Firma und da ist ein Kohlefilter eben drin. Und die Firma Alp hat verschiedene Lösungen und Varianten und ich habe mir den jetzt bestellt als mobilen Filter. Das heißt nichts anderes, schwuppdiwuppel, die liefern das auch teilweise schon fertig mit Gardena-Anschlüssen. Hier, das ist jetzt keiner. Also der wird irgendwo auf dem Campingplatz oder sonst wo, wenn man an der Tankstelle oder irgendwo Wasser bunkert, kann der festgeschraubt werden. Das ist ja auch so ein normaler Verschluss. Macht man das fest, lässt das Wasser entsprechend durchlaufen und füllt das dann am anderen Ende entweder direkt in seinen Wassertank oder wir sind momentan stehen irgendwo an einem Platz, wo wir nicht direkt Wasser haben. Da haben wir jetzt einige von diesen... Drei Stück haben wir uns jetzt mal aufbewahrt. Drei haben wir aufbewahrt. Da gehen wir einfach an die entsprechende Stelle hin, da wo wir das Wasser abzapfen können, halten das dann hier rein und machen uns das voll. Man kann, wenn man dann auf Fahrt geht und längere Zeit unterwegs ist, vielleicht gibst du mir gerade noch mal den anderen, den ist ein Kanister,
Ja, man kann das natürlich auch direkt hier in diese großen Kanister einfüllen, wenn man mal ein paar Tage unterwegs ist, und hat dann auch immer bestes Trinkwasser. Und das Tolle hier an diesem Teil ist schlichtweg, dass das, wie gesagt, die Trübstoffe rausfiltert, Medikamentenreste, Chlor und geschmacksstörende Stoffe und so weiter und so fort. Aber die Mineralien drin lässt. Und die Mineralien und Spurenelemente also drin belässt. Und als wir das Wasser hiervon getrunken haben, also vom Campingplatz, und haben das hier durch diesen Filter laufen lassen. Das schmeckt super lecker. Wow, das schmeckt besser als hier dieses Moschikwasser, wo wir die Flasche 1,50 für bezahlt haben. Ist wirklich gut. Also auch unter Kostenaspekten. Ja, genau. Wie sind denn, wenn wir 150 Flaschen verbraucht haben, sagen wir im Schnitt, es gibt ja auch preiswerteres Wasser, im Schnitt ein Euro. Ja. Sind das bei 150 Flaschen? 150 Euro. Hätten wir den von Anfang an dabei gehabt? Hätten wir eine Menge Geld gespart. Ja, also dann hätten wir auf jeden Fall den Filter jetzt schon raus, weil der mit der Hülle und was da drum gehört. Das wird sich noch rausrechnen. Ja, ja. Also, ja. Es ist natürlich auch umweltmäßig eine gute Sache, weil diese Plastikdinger, das ist ja ein Abfall ohne Ende. Genau, also das hat nur Vorteile und wir können das nur empfehlen. Wir leben natürlich im Wohnmobil, muss sich jeder selber ausrechnen, ob er das braucht oder will. Und ich denke, auf deutschen Campingplätzen ist die Wasserqualität noch am ehesten so. Ja, aber man kann ja gucken, ob einem das Wasser schmeckt da und dann das einfach mal ausprobieren auf dem deutschen Campingplatz. Ja. Da wird es sicherlich auch den einen oder anderen Platz geben, wo mal das Wasser zu stark geklort ist und wo man dann einfach lieber das mal gerade durch diesen Alpfilter jagt. So, ja. Und es gibt jetzt nicht nur diesen Alpfilter mobil, den man also so von draußen dran macht, sondern die haben auch noch einen Alpfilter Travel. Der wird dann montiert hinter dem Wassertank. Man lässt also ganz normal das Wasser auf dem Campingplatz einlaufen und dann hinter dem Wassertank wird dieser, der ist nicht größer als der hier, wird der dann eben eingebaut. Man muss dann nur aufpassen, da muss man mit dem Druck muss der Wasserdruck natürlich entsprechend stimmen. Irgendwas mit 2,5 oder 3, das muss man wissen, dass die Pumpe entsprechend ausgelegt ist, weil die muss ja hier durch den Filter entsprechend auch durchlaufen. Und im Laufe der Zeit setzt sich so ein Filter natürlich auch zu. Das heißt, der Durchfluss, der nimmt im Laufe der Zeit auch ab. Das war für uns auch ein wichtiger Punkt, warum wir das hier extern gemacht haben, das heißt, warum wir von außen das Wasser befüllen. Und wir sagen uns auch, okay, das ist super bestes Trinkwasser, das füllen wir uns in den Flaschen ab. Wir brauchen ja keine allerbeste Trinkwasserqualität bei uns im Wohnmobil selbst. Brauchen wir spülen oder mal duschen oder sonst irgendwas, da brauchen wir das nicht. Und jetzt kommt noch was Schönes, das brauchen wir aber, haben wir uns jetzt hier für Europa nicht bestellt. Es gibt einen Filter, einen Nanokeimfilter. Das heißt, der ist auch gegen gesundheitsschädliche Mikroorganismen, Bakterien und Keime. Und die kann man dann einfach hier so hintereinander schrauben, staffeln und hat dann quasi eine Mehrfachsicherheit und ist dann auch gegen so Krankheitserreger geschützt. Und Fusion nennt sich dann die Kombination, wenn man den Filter direkt an den quasi hier dran macht. Da gibt es auch eine Konstruktion dafür. Also das ist eine tolle Geschichte und darauf die Geschichte hier ist wirklich ein Must-Have. Man kann natürlich mal gucken, ob man dann im Internet vielleicht auch noch was andere Firmen findet oder sowas in der Richtung. Aber ich habe relativ lange recherchiert und Thomas muss sagen... Thomas recherchiert sehr gründlich. Ja. Wirklich. Also das ist halt der Journalist in ihm. Ja. Recherchiert und recherchiert. Ja. Wirklich Top-Tipp. Ne? Ja. So, und jetzt verarbeiten wir das Wasser, das wir dann hier gezapft haben, ein bisschen weiter. Dann, genau, wir hatten ja schon mal erzählt, das wurde auch gezeigt, dass wir den Sodastream dabei haben und wir machen da unser Mineralwasser selber, dass wir dann diese Flasche müssen wir auch nicht schleppen. Und jetzt zeige ich euch mal gerade einen kleinen Tipp, was ihr macht, was ganz lecker schmeckt. Und zwar, ich mache die Ingwerlimonade immer selber. Ich habe da schon mal was vorbereitet, so sieht sie fertig aus und die ist auch schön kühl aus dem Kühlschrank. Da ist frischer Ingwer drin. Wenn das eine Zeit lang gezogen ist und die richtig gut ist, dann ist der Ingwer unten und ihr könnt es prima trinken. Ich mache das so, ich nehme die Flasche, da kommt dann wunderbar das Wasser rein, dann sprudle ich das und dann tue ich erst den Ingwer rein, den kleinen geschnittenen.
dann ein Schuss Agavendicksaft, das so ein bisschen süß ist, etwas, ein bisschen ausgepresste Zitrone und Ingwerstückchen. Ja. Und dann kommt das schön in den Kühlschrank. Ja, und das schmeckt super gut, ist total preiswert. Diese Ingwerstückchen, da kann man ja von so einer Knolle, kannst du ja, was unendlich weiß ich, unendlich viel viele machen. Und was du vielleicht, glaube ich, was du nicht gesagt hast, ist, da kommt es nämlich drauf an, wir haben ja auch einen Soda-Stream dabei. Habe ich das nicht gesagt? Nee, hast du nicht gesagt. Dass ich das Wasser dann im Soda-Stream... Oder ist, ich weiß es nicht. Gut, natürlich wird das Wasser... Also ihr müsst das Wasser aber erst sprudeln und dann die Zitrone und die Ingwerstückchen rein. Achtung! Ich gebe das mal gerade... Man muss aber jetzt nicht zeigen, wie man das sprudelt. Das nein! Das ist so das Soda-Stream. Ah, der steht dir gut. Was denn? Du hast den doch daraus gestellt. Ja, du wolltest das ja, du hältst den ja nicht. Okay, also auf jeden Fall. Lass mich aus oder an? Ja, beides. Ja. Also auf jeden Fall, der Soda-Stream, den haben wir auch mitgenommen. So haben wir also eine total preiswerte Wasserversorgung. Ne? Ja. Also Trinkwasser in höchster Qualität, dank dieses Filters. Mineralwasser quasi gegen kleines Geld. Für und Limonade, die nicht zu süß ist, wo man also die Kalorien geil selber also die, hat. Prost. Ja, Prost, mein Schatz. So, ich wollte noch, glaube ich, zwei Sachen sagen, ja, die ich wieder vergessen habe. Ja, wirklich, wirklich gut. So, das eine ist, ich weiß nicht mehr, hatte ich gesagt, wenn ihr euch das Wasser irgendwo holt, es gibt ja diese Halbzoll- und Dreiviertelzoll-Geschichten oder manche Wasserhähne haben überhaupt kein Gewinde. Das hier ist ein Wasserdieb. Den kann man hier an der Seite auf- und zuschrauben und dann steckt man das einfach auf den Wasserhahn drauf, dreht den zu. Da braucht man kein spezielles Gewinde oder sonst irgendwas. Manchmal ärgert man sich, oh, das passt ja jetzt nicht drauf. Hat man so einen Wasserdieb, den gibt es in Halbzoll auch, in Dreiviertelzoll. Den stülpt man einfach da drüber und dann hat man das Wasser. Zu dem Soda-Stream noch ein Wort. Also da macht es Sinn, den sich entsprechend, wenn man länger unterwegs ist, 60 Liter holt man im Schnitt wohl daraus, rechnet man aus mal mit einer Kartusche. So, dass man dann entsprechend der Zeit, wo man unterwegs ist, sich die Kartuschen mitnimmt. Also wir haben festgestellt, dass wir mit einer Kartusche einen guten Monat rumkommen. Ja, also zum Schluss aber nochmal, was ist das Must-Have? Was ist das geile Teil? Das ist hier dieser Wasserfilter, den wir uns angeschafft haben. Also der ist super geil. So, war's das, mein Schatz? Ich glaube ja, für heute war's das. Tschüss, mach's gut. Tschüss.